Ganz am Anfang seines Hauptwerkes stellte sich Burkhard Heim die Frage, was ist die grundlegende Eigenschaft, mit der alle physikalischen Phänomene in der Welt ausgestattet sind? Diese Frage bildet die Einleitung zu seinem Hauptwerk Elementarstrukturen der Materie. Ich möchte mit euch in diesem Video einen Einstieg wagen in Burkhard Heims eingemachte Physik, die praktisch jeden, auch mich natürlich, am Anfang vor so große Verständnisschwierigkeiten stellt. Wie man es trotzdem schaffen kann, sich darin einzuarbeiten, das möchte ich mit euch also in diesem Video beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Vielleicht geht es euch wie mir am Anfang. Ich hatte mir die beiden dicken Bücher gekauft, die Elementarstrukturen der Materie, mit großen Ambitionen und Hoffnungen, und dann standen sie erstmal im Regal. Ich habe mich dann über viele Jahre immer wieder ein Stück weit mit Heims Theorie beschäftigt und sie Schritt für Schritt und Schicht für Schicht für mich erschlossen. Ich möchte euch aber gerne helfen, diesen Weg für euch abzukürzen. Und deshalb möchte ich mit euch in diesem Video den Einstieg wagen und eine Videoreihe beginnen, in der wir uns zusammen Schritt für Schritt Burkhard Heims physikalisches Werk erarbeiten. Wenn euch übrigens meine Arbeit auf diesem Kanal gefällt, dann macht euch ruhig ein paar Gedanken, wie man Burkhard Heims geniales Werk weiter verbreiten kann und unter die Menschen bringen kann. Sprecht eure Lehrer an, eure Professoren, teilt die Videos, lasst mir natürlich auch ein paar Kommentare und Likes da, macht Verbesserungsvorschläge und korrigiert mich bitte auch, wo nötig. Diese Videos werden also etwas tiefer einsteigen in Burkhard Heims Argumentation und auch in die Mathematik. Ich werde mich wie immer bemühen, das Ganze so allgemein verständlich und farbig wie möglich zu halten, aber ihr werdet euch trotzdem etwas leichter tun, überhaupt mit der Heimschen Theorie etwas leichter tun, wenn ihr gewisse Vorkenntnisse habt auf den Gebieten der allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie, den damit verbundenen Methoden der Tensorrechnung und auch ein bisschen Funktionalanalysis. Es ist im Übrigen alles machbar. Noch niemand hat diese Sachen schon in der Wiege gekonnt, noch nicht einmal Burkhard Heim. Man kann sich, wenn man die Zeit und den Willen aufbringt, in alles einarbeiten. So viel zur Vorrede über die Elementarstrukturen der Materie. Burkhard Heim ging es ja insgesamt um eine einheitliche Beschreibung der Welt. Aber ihm war klar, erstmal muss man mit einer einheitlichen Beschreibung der Physik anfangen. Einheitliche Beschreibung der Physik bedeutet eine einheitliche Beschreibung aller Naturkräfte und aus denen muss resultieren eine einheitliche Beschreibung des Massenspektrums aller Elementarpartikel. Nun fragte er sich, wie fange ich das an? Andere vor ihm hatten schon gewisse Dinge versucht und waren nicht erfolgreich, zum Beispiel Einstein oder Kaluza. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt zwar sehr gut die Gravitation und das Verhalten der Objekte im Makrokosmos, aber nicht mehr. Die Quantentheorie beschreibt zwar sehr gut das Verhalten der Objekte im Mikrokosmos, aber nicht mehr. Keine Vereinigung hatte bis dato geklappt und hat es auch im Mainstream bis heute nicht. Für Heim bedeutete das, es gab nichts, auf das er aufbauen konnte, und deshalb musste er sich erstmal auf die gewissermaßen nackte empirische Erfahrung zurückziehen und ganz an der Basis anfangen. Deshalb konstatierte er zunächst einmal diese ganz grundlegenden empirischen Erfahrungen. A. Es gibt Erhaltungsprinzipien, also den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, den Energieerhaltungssatz, und die Sätze von der Erhaltung der elektrischen Ladung und des Impulses. B. In der Natur gibt es gewisse Extremalprinzipien, zum Beispiel den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, alle Vorgänge im Universum bewirken stets eine Erhöhung der Entropie. Außerdem bewegen sich Gegenstände immer auf Geraden bzw. auf Geodäten und nicht etwa auf Schlangenlinien durch den Raum. C. Alle physikalischen Erscheinungen erscheinen quantisiert. Es gibt kleinste energetische Wirkungen, die begegnen uns im Planck'schen Wirkungsquantum, in den Massen der Elementarpartikel oder in der elementaren Ladung. Und D.
Es gibt Wechselwirkungskräfte, die durch Felder beschrieben werden können. Das sind D1 das elektromagnetische Feld, D2 das Gravitationsfeld und D3 die Kernkräfte. Wobei Burkhard Heim unter Kernkräfte nur das versteht, was wir heute schwache Kernkraft nennen. Die starke Kernkraft, die ihr in den Physikbüchern auch findet, die wird bei ihm anders erklärt, also erscheint nicht als elementare Wechselwirkungskraft. Da kommen wir später auch noch zu. Darüber hinaus gibt es natürlich noch grundlegende, sehr gut bestätigte theoretische Konzepte, wie das Relativitätsprinzip. Das besagt, dass die Naturgesetze überall im Universum die gleiche Form haben, und zwar ganz egal, wie schnell sich der Beobachter, der die physikalischen Erscheinungen beobachtet, bewegt. Das bildete ja die Grundlage für Einsteins Arbeiten zur speziellen Relativitätstheorie, und er hat es mathematisch formuliert, als Invarianzforderung gegenüber den Naturkräften, gegenüber Transformationen der Lorentzgruppe und der Poincaré-Gruppe. Nun muss es darum gehen, aus diesen grundlegenden Erfahrungen und Konzepten alle Erscheinungen in der Welt strukturell einheitlich zu beschreiben. Und Heim wählte dafür die Eigenschaft der Masse. Allen elementaren Partikeln kommt bekanntlich eine träge Masse zu. Aber auch Licht, was als imponderable Erscheinung gilt, als nicht wägbare Erscheinung, kommt eine Energiemasse zu, gemäß Einsteins Identität E gleich m mal c². Heim spricht deshalb allgemein von Materie-Feldquanten. Die einzig sinnvolle Erscheinung, mit der man sich der Eigenschaft der Masse nähern kann, ist nun die Gravitation. Laut Einstein ist jede Trägheitsmasse Quelle eines Gravitationsfeldes. Nun muss also die Frage lauten, welche Eigenschaften hat die Gravitation überhaupt und welche Eigenschaften hat ein elementares Gravitationsfeld? Über die Gravitation an sich sind bekannt das Newtonsche Gesetz in seiner einfachen Form und Einsteins Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie. Heim macht es sich eigentlich ganz einfach und geht zunächst mal vom rein Newtonschen Gesetz aus. Aber er fügt eine ganz wichtige und ziemlich geniale neue Überlegung hinzu. Masse erregt ein Gravitationsfeld. So viel ist bekannt. Dieses Feld nun, das stellt ein Energiepotenzial dar im Raum. Das heißt, Raum, der von einem Gravitationsfeld erfüllt ist, der kann schon kein ganz leerer Raum mehr sein. Er besitzt ein Energiepotenzial. Dieses Energiepotenzial muss aber gemäß Einsteins Identität E gleich mc², ich weiß nicht, wie oft man sie wiederholen soll, dieses Energiepotenzial muss deshalb einer Masse entsprechen. Das ist eine ganz neue Überlegung. Dass das Gravitationsfeld selber eine Masse besitzt, diesen Gedanken hat vor Heim noch niemand geäußert. Und auch nach Heim hat ihn, soweit mir bekannt ist, noch niemand ein zweites Mal geäußert. Befassen wir uns also mit der Vorstellung einer Feldmasse der Gravitation. Wenn da also eine weitere Masse vorhanden ist, dann muss die den Verlauf des Feldes irgendwie ändern, auf eine noch unbekannte Weise. Sicherlich ist diese Wirkung sehr klein. Das Newtonsche Gravitationsgesetz ist ja auf kleine Entfernungen, astronomisch kleine Entfernungen, also innerhalb des Sonnensystems, einigermaßen gut bestätigt. Aber vielleicht zeigen sich ja bei kosmischen Skalen, also intergalaktischen Entfernungen, gewisse Abweichungen. Für alle, die übrigens an der Stelle sagen, Einsteins Relativitätstheorie ist doch viel genauer als das Newtonsche Gesetz. Warum ist Heim nicht davon ausgegangen? Den möchte ich so viel vorwegnehmen, Einsteins Gleichungen werden sich im späteren Verlauf von Heims Arbeiten automatisch selber wieder als Spezialfall ergeben. Sie korrespondieren damit also. Nun muss es uns darum gehen, eine Energiebilanz des Gravitationsfeldes aufzustellen, welche diese Feldmasse des Gravitationsfeldes selber berücksichtigt. Aus einer ganz einfachen Überlegung heraus können wir schon eine Aussage über diese Feldmasse treffen. Sie muss nämlich negativ sein. Warum? Das könnt ihr euch schon mal überlegen. Die Auflösung
kommt beim zweiten Schritt unserer Reise durch die Elementarstrukturen der Materie, hier bei 6 Dimensionen in Farbe.